So, meine Damen und Herren, einen schönen guten Abend. Ich möchte Sie recht herzlich begrüßen zu unserem Online-Studienkreis Germanische Heilkunde vom Dr. Med. Henrike Gerd Hamer. Unser heutiges Thema die Leukämie. Wir sprechen vom Glück der Leukämie. Zum Glück habe ich den Konflikt lösen können. Es ist ein Heilungsphasensymptom und lösen muss ich den Konflikt, sonst bricht mir der Knochen zusammen oder ich sterbe an Anämie. Und wie gewohnt, eine Grundlagenwiederholung. Worum geht es in der germanischen Heilkunde? Es geht um die Krankheitsursache, Ursachen und das ist der biologische Konflikt, Schock. Ja, wenn Sie einem Menschen ins Gesicht schauen, wenn er einen Schock hat, der reißt Augen, Ohren, Mund auf. Und das, was ich in der Sekunde assoziiere, bestimmt die Lokalisation des Hamerschen Herdes im Hirn und dadurch die Organerkrankung. Habe ich eine Verletzung meiner Integrität, habe ich den Hamerschen Herd im Kleinhirn und ich reagiere mit Mesoderm, drüsenähnliches Gewebe. Habe ich einen Selbstwerteinbruch, habe ich den Hamerschen Herd im Marklager, ich reagiere mit Mesoderm, Bindegewebe. Habe ich einen Trennungs- oder Revierkonflikt, habe ich den Hamerschen Herd im Kortex und ich reagiere mit Ektoderm, Plattenepithel oder Funktionsausfall. Und das, was ich in der Sekunde assoziiere, das ist die Sprache der Mutter Natur. Ja, das Tier assoziiert genauso wie das Baby, wie das Ungeborene, wie wir Menschen. Beim Tier geht es meist um den realen Brocken, Nahrungsbrocken bei uns Menschen im übertragenen Sinne, um den Brocken, die Erbschaft zum Beispiel, was ich mir einverleiben möchte. Und dieses Assoziieren, dieses biologische Denken müssen wir aus der Entwicklungsgeschichte heraus verstehen lernen, was natürlich inkludiert, dass wir Menschen diese auch hatten. Und zwar hunderte von Millionen Jahren. Und wir sind allesamt, also das Leben hat begonnen mit einem Einzeller im Urmeer mit ziemlicher Sicherheit. Und daraus haben sich die Gatten und Arten entwickelt. Und damit sind wir Menschen mit allen Geschöpfen dieses Planeten verwandt. Und verschwägert, verbrüdert, verschwestert. Und das bringt auch wieder die Ehrfurcht vor der Schöpfung und vor dem Lebendigen zurück, die wir durch die monotheistischen Religionen verloren haben. Und unser Vorfahre war mal so ein ringförmig wurmähnliches Wesen. Seeanemonen sehen auch so aus. Er hatte einen Urmund und da hat er die Speise aufgenommen und durch dieselbe Öffnung den Kotbrocken ausgewürgt. Soziales Verhalten kannte dieses Tierchen damals noch keines. Hier wurde noch nicht unterschieden zwischen Partner, Mutter, Kind. Sein Lebensinhalt war Fressen und sich vermehren. Entsprechend waren auch seine Konflikte, Brockenkonflikte. Ich kriege den Brocken nicht zu fassen, ich kann ihn nicht schlucken, er liegt mir im Magen, ich kann ihn nicht ausscheiden. Und sein Hirn war das Stammhirn und wir haben alles von diesem Vorfahren geerbt. Sein Drüsengewebe, der Magen-Darm-Trakt, die Prostata, Bauchspeicheldrüse, Leber, Lunge, Mittelohr, Schilddrüse, sein Gehirn und sein Konfliktpotenzial, den Brockenkonflikt. Und bei diesen Programmen haben wir in der aktiven Phase immer Zellvermehrung und dadurch eine Funktionsverstärkung. War ich zu langsam, den Brocken zu bekommen, macht die Schilddrüse Zellvermehrung, schüttet mehr Hormone aus, ich bin in der Schilddrüsenüberfunktion und werde schneller und erwische dadurch den Brocken. Habe ich einen zu großen Brocken geschluckt, sodass er mir im Magen liegt, macht der Magen Zellvermehrung, mehr Verdauungssäfte, um den Brocken dennoch abdauen zu können. Flutscht er durch, ist das Problem gelöst. Und jetzt erst stoppt die Zellteilung. Und in der aktiven Phase waren wir Sympathikoton. Ja, der Mensch im Schock ist im Stress, um das Problem zu lösen. Und die Ergotropenorgane sind innerviert, ist Hirn, ist Herz, die Muskulatur, der Verdauungsapparat ist in Ruhe.
Hunger habe ich wenig im Stress. Schlafbedürfnis habe ich wenig im Stress. Ich bin instinktiv, intuitiv ausgerichtet auf Konfliktlösung. Zum Beispiel die Mutter mit dem Baby im Arm. Wenn der Soldat kommt und der Mutter das Baby aus dem Arm reißt, schauen Sie in die Gesichter der beiden. Die Mutter reißt Augen, Mund, Ohren auf, das Baby, und was machen beide? Schreien, 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 dass sie wieder zusammenfinden. Instinktiv, intuitiv sind wir mit jeder Phase unseres Körpers ausgerichtet auf Konfliktlösung. Und das Symptom hat mir geholfen, das Problem zu lösen. War ich zu langsam, werde ich schneller und erwische den Brocken. Jetzt fällt mir der Stein von der Seele. Oder der unverdauliche Brocken, es liegt mir im Magen. Wir sagen es sogar. Und der Tumor hilft mir, den Brocken abzudauern. Beim Tier geht es meist um einen echten Brocken. Bei uns Menschen um den Brocken, der mir halt im Magen liegt. Ja, umgangssprachlich. In beiden Fällen kommt der blumenkohlartige Tumor. Und wenn der Brocken endlich durch ist, dann stoppt die Zellteilung. Und jetzt erst komme ich in die Erholungsphase. Und jetzt wird geschlafen, gefuttert. Und alles wird unter Schwellung repariert. Die Schwellungen werden mehr, die Schmerzen werden mehr. Ich bin vagoton, ich bin müde, ich bin schlapp, ich habe Fieber, ich habe Schmerzen, jetzt bin ich typischerweise krank. Und da laufen ja die meisten dann zum Therapeuten. Der eine zum Schulmediziner, der andere zum Heilpraktiker. Aber in der Erholungsphase, solange ich konfliktaktiv war, so lange brauche ich Erholung. War ich einen Tag konfliktaktiv, bin ich einen Tag vagoton, schlapp, krank. Bin ich eine Woche aktiv, bin ich eine Woche schlapp und krank. Nennt man Grippe. Bin ich 3 Monate konfliktaktiv, bin ich 3 Monate voll in der Heilung. Das nennt man dann Krebs. Es hängt viel ab davon, wie lange brauche ich, um den Konflikt zu lösen. Und in der Heilungsphase schaltet mein Hirn die Chirurgen an. Die Mikroben sind nicht unsere Feinde, sondern unsere Symbionten, die Müllmänner. Und die räumen mir nun diese Zellvermehrung, die ich nicht mehr brauche, weil ich habe den Brocken erwischt oder ich bin den Brocken losworden. Tuberkulös verkäsend, nekrotisierend, zerfallend ab. Und am Ende der Heilung ist der Magentumor weg und ist die Schilddrüsenüberfunktion weg und die Schilddrüsenwerte haben sie wieder normalisiert. Und das heißt, die Ursache ist der Schock. Und hierfür hat uns die Natur die Therapie einprogrammiert. Ja, die Menschheit ist auf der Suche nach einem Mittel gegen Krebs und nach einem Mittel gegen das und das. In Wirklichkeit hat uns die Natur das einprogrammiert. Nur müssen wir halt die biologische Sprache verstehen. Ja, dass das eben im übertragenen Sinne der Brocken ist. Sogar die Nachbarin, die hübsche Nachbarin, die ich vernaschen möchte, sagen wir es. Und immer wenn ich sie sehe, beginne ich zum Sabbern. Ja, die Unterzungenspeicheldrüse, die Ohrspeicheldrüse arbeitet in Erwartung, dass da jetzt ein süßer Brocken kommt, gell? Und das müssen wir verstehen lernen. Wenn man die biologische Sprache verstehen lernt, ja, wenn man lernt, biologisch zu denken, dann verstehen wir, wie unser Körper funktioniert. Und man kann Erfahrungen sammeln. Diese 5 Naturgesetze treffen natürlich bei Ihnen genauso zu, gell, wie bei mir. Aber nur Sie haben individuell ganz andere Konflikte meist wie ich, ja, Sie haben andere Wertigkeiten und so. Aber wenn Sie Brustkrebs haben und ich habe Brustkrebs, dann ist bei beiden die Ursache Sorge oder Streit. Und solange es läuft synchron ab, bei Ihnen, bei mir. Hängt natürlich auch davon ab, kann ich den Konflikt lösen, können Sie den Konflikt auch lösen. Es läuft gleich ab. Aber nur, es gibt halt nicht zwei gleiche Sorge-Streit-Konflikte. Weil Sie haben andere Sorgen als ich. Aber haben wir Sorge, haben wir Brustkrebs. Und das ist überprüfbar. Ja, das ist, ich muss da nichts glauben. Ich kann, wie gesagt, Erfahrungen sammeln. So, dann hat das Tierchen das Land erobert. Und brauchte zusätzliche Organe, um sich gegen spitze Steine zu schützen, die inneren Häute, Bauchfell, Brustfell, die Lederhaut, ein zusätzliches Hirn, das kleine Hirn. Und hier geht es um die Verletzung meiner Integrität.
Attacke, Verunstaltungen, Besudelungen. Und auch diese Programme machen in der aktiven Phase Zellvermehrung und der Funktionsverstärkung. Die Mauer nach außen hin wird dicker gebaut, um mich zu schützen, um meine Integrität zu schützen. Beim Bauchfell nennt man das Mesothelium. Bei der Lederhaut nennt man das Melanom. Hautkrebs in der Schulmedizin. In Wirklichkeit ist es aber die Therapie, um mich zu schützen. Es ist ja nicht das Melanom das Problem, sondern die Verunstaltung. Und wenn ich die Verunstaltung löse, dann stoppt die Zellteilung. Und dann komme ich in die Heilung. Die zugehörigen Mikroben sind die Pilzbakterien. Und jetzt wird dieses Melanom ebenfalls tuberkulös verkäsend abgebaut. Und am Ende der Heilung ist das Melanom weg. Und ich bin auch schulmedizinisch gesund. Ich habe keine Nebenwirkungen. Und das hat fast nichts gekostet. Und das ist die Medizin der Freiheit, germanische Heilkunde. Ich muss nur verstehen lernen, was ist jetzt eine Verunstaltung, was ist eine Besudelung. Ja? Und Achtung, das Wort Individuum heißt ja nicht teilbar. Von was nicht teilbar? Natürlich von der Organebene und von der Psyche, von der Seele, vom Wesen des Menschen. Und es gibt keine Organerkrankung ohne Korrelat in der Psyche. Es gibt auch keine Psychose ohne Organbezug. Das läuft immer synchron. Wir denken uns nur die drei Ebenen an. Und wir haben noch die dritte Ebene, die Hirnebene mit dem Schädel-CD. Das läuft auch synchron. In der aktiven Phase ist der Hammer schert schießscheibenförmig, in der Heilung wird er ödematisiert. Das ist bei allen Programmen gleich. Und damit haben wir ein überbestimmtes Diagnoseverfahren. Und die Diagnose ist sehr treffsicher in der germanischen. Und Sie haben den persönlichen Vorteil, haben Sie jetzt ein Melanom, dann müssen Sie einen Besudelungskonflikt erlitten haben. Sie wissen, wonach Sie suchen müssen. Und Sie wissen ja circa seit wann Sie das Symptom haben. Und wenn Sie dann noch wissen, ob Sie Links-Rechtshänder sind, ob das mit Partner oder Mutter-Kind zu tun hat, dann niemand kennt ja Ihre Organebene und Ihre Psyche besser als Sie selber. Und dann werden Sie diese Besudelung finden können. Dann erkennen tun Sie ja den Konflikt immer an den drei Kriterien: hochakut, isolativ und vor allem am falschen Fuß erwischt. Ja, das war zum Beispiel eine saublöde Bemerkung von der Schwiegermutter. Sie haben sich verletzt gefühlt durch diese Bemerkung von der Schwiegermutter. Und dann wissen Sie, das hat Sie am falschen Fuß erwischt, die drei Kriterien. Seit damals haben Sie das Symptom, dann wissen Sie in der Regel, was zu tun ist. Dieses Problem muss gelöst werden. Nur, da gibt es halt auch wieder keine Patentlösung. Ja, was für Sie eine Lösung wäre, muss nicht für mich eine Lösung sein. Aber Sie wissen zumindest einmal, wo Sie ansetzen müssen. Eine Möglichkeit wäre, dass man sich mit der Schwiegermutter ausspricht. Oder dass man sagt, liebe Schwiegermutter, da ist die Tür, mach's außen zu, nimm auf. Oder dass ich mir denke, ah, die Schwiegermutter, die ist ja schon verkalkt. Dass ich die Einstellung zu ihr ändere. Aber das Wissen um die Ursache ist es um und auf. Und dann können Sie zuschauen, wie das Melanom abheilt. Eine andere Möglichkeit wäre, der Blitz trifft die Schwiegermutter. Oder man bestellt da jemanden, der ein bisschen nachhilft, dass da ein Blitz runterfährt oder so. Gell? Dann ist der Konflikt auch gelöst. Aber Sie wissen zumindest einmal, wo Sie ansetzen müssen. Und das macht frei. Fragen Sie mal einen Schulmediziner, woher Melanom kommt. Man weiß es nicht. Man erklärt es für böse, was es gar nicht gibt in der Natur. Das Prinzip gibt es gar nicht. Was macht die Natur bösartigerweise? Nichts. Gut, böse gibt es in der Natur nicht. Es gibt nur sinnvoll. Und wir Menschen sind Teil dieser Natur. Passiert irgendwas in meinem Körper, es ist nicht gut oder böse, sondern es ist sinnvoll eingerichtet, nur habe ich es noch nicht verstanden. Und es ist doch sinnvoll, dass sich mein Körper vor der Schwiegermutter schützt. Und solange ich das Problem nicht löse, macht das Melanom Zell plus. Und wenn man jetzt hergeht, man schneidet mir nur das Melanom raus und ich löse das Problem mit der Schwiegermutter nicht, kommt es wieder. Und dann muss man die Therapie verschärfen. Und wer bleibt dabei auf der Strecke? Der Patient. Und dann heißt es ja, er ist an Krebs gestorben. Woran ist er gestorben? Er ist daran gestorben, weil die Ursache nicht gelöst wurde.
Und weil ihn die Schulmediziner kaputt gemacht haben. Daran ist er gestorben. Aber jetzt können wir ja ursächlich vorgehen. Und am Ende der Heilung hat der keine Nebenwirkung. Der hat nicht irgendwo ein Loch oder Amputation oder sonst was. Der ist wirklich gesund. So, und hier wurde auch das erste soziale Verhalten einprogrammiert. Die Milchdrüsen, die sind nämlich umgebaute Schweißdrüsen, die in der Lederhaut liegen, das Mammakarzinom, der Sorge-Streit-Konflikt. Achtung, der Mann hat ebenfalls Milchdrüsen. Auch der Mann kann mit Brustkrebs reagieren. Ist ja gar nicht so selten. Ja, einer von 100 ist der Mann von 100 Brustkrebsen. Und wenn Mutter-Kind-Seite. Und wenn man jetzt der Partner verunglückt oder das Kind verunglückt, startet bei mir das erste Mal ein soziales Programm durch Zellvermehrung der Milchdrüsen, mehr Muttermilch, um dem Individuum eine größere Überlebenschance geben zu können. Wird der gesund, fällt mir der Stein von der Seele, dann stoppt die Zellteilung und am Ende der Heilung ist der von den Pilzbakterien tuberkulös abgeräumt worden und der Knoten ist futsch. Und dann benötigt das Tierchen einen Bewegungsapparat, Knochen, Sehnen, Knorpeln, Muskeln, ein zusätzliches Hirn, das Marklager, und hier geht es um den Sitz des Selbstwerts. Ein Mensch mit einem gesunden Selbstwert hat einen aufrechten Gang, jemand, der im Selbstwert einbricht, hat Probleme mit dem Bewegungsapparat, Abnutzung, was es gar nicht gibt, Skoliose, Arthrose, Osteoporose, Knochenkrebs, Anämie, Leukämie, wo wir ja heute sind. Und Achtung, jetzt sind wir im Großhirn. Marklager und Kortex ist Großhirn oder Neuhirn und die Programme machen in der aktiven Phase Zell-Minus. Beim Bindegewebe nennt man das Nekrosen, Löcher im Gewebe, so wie beim Emmentaler. Und wenn ihr in der Natur einen Selbstwerteinbruch nicht lösen kann, dann werden die Löcher größer, größer, bis der Knochen bricht, bis die Sehne reißt. Und dann bin ich Beutetier, dann kommt der Räuber, frisst mich. Also hier hilft die Natur nicht gleich. Da muss ich erst den Selbstwerteinbruch lösen. Und in der Heilung, die zugehörigen Chirurgen heißen Bakterien, die helfen mit, unter Schwellung die Löcher wieder aufzufüllen. Das tut meist weh. Ja, alles, was Entzündung heißt, diese Heilung. Und am Ende der Heilung geht die Schwellung zurück und der Knochen bleibt dichter und dicker und die Sehne bleibt dichter und dicker ein Leben lang, damit es nicht mehr so leicht passiert. Also hier liegt die Therapie der Natur, der biologische Sinn, erst am Ende der Heilung, aber dafür gleich ein Leben lang bleibt das Gewebe in der Funktion verstärkt. Und das komplexeste Hirn ist das jüngste, die Gehirnrinde, die steuert jetzt das Plattenepithel und die Funktionsausfälle. Und da haben wir zwei große Themen, Trennung und Revier. Eine Trennung geht auf die äußere Haut, Neurodermitis, Schuppenflechte, geht auf die Milchgänge, die Mastitis, die Heilung, geht auf die Knochenhaut, Rheuma. Und eine Trennung in der Natur ist in der Regel tödlich. Ja, wenn das Junge den Anschluss zur Mutter verloren hat, in der Natur ist es der sichere Tod für das Junge. Liebe Mutter, dein Kind siehst du nie wieder, vergiss es. Und wir haben jetzt ein beeinträchtigtes Kurzzeitgedächtnis. Alzheimer sind viele oder schwere Trennungskonflikte. Und das hilft der Mutter, über den Verlust hinwegzukommen. Sie vergisst ihr Junges. Sollte wieder erwarten, das Junge doch noch den Weg finden, nimmt die Mutter ihr Junges nicht mehr an. Sie hat es vergessen. Und dort, wo wir die meiste Berührung assoziiert haben, beginnen die Hautsymptome. Die Haut, die äußere Haut, macht Zell-Minus. Und beim Plattenepithel nennt man das Ulkus oder Ulzera. Also die Haut wird rau, sie schuppt. Kann man sich vorstellen, wie eine Klebestelle, die aufriss. Aber sie ist auch gleichzeitig sensorisch gelähmt, taub, ich spüre da nichts. Also dort, wo die Mutter meist mit dem Kind kuschelte, die Stelle ist taub. Und mit dem Kurzzeitgedächtnis hilft ihr die aktive Phase, das Kind zu vergessen. Das ist die Therapie der Natur. Und in der Heilung wird es unter Entschwellung und Entzündung repariert, aber ohne Viren, die gibt es gar nicht. Das war eine Erfindung von Pasteur. Es gibt kein fotografiertes Virus, keines. Und
Also das Plattenepithel repariert sich ohne Mikroben und am Ende der Heilung ist das Symptom weg. Und das zweite große Thema ist Revier und da geht es um die Realisierung zweier Prinzipien, nämlich der Wolf als Einzelindividuum ist nicht überlebensfähig, er muss sich im Rudel organisieren und damit das Rudel funktioniert, bedarf es einer Struktur eines Kommandos, Alpha-Wolf, Zweitwolf. Und das realisiert die Natur über Konflikte, der klassische Revierkampf. Der Stärkere besiegt den Schwächeren. Und der Schwächere hat sein Revier verloren. Und jemand, der sein Revier verloren hat, ist für die Fortpflanzung nicht mehr zuständig, möchte aber auch nicht mehr. Und bei diesen Revierbereichskonflikten haben wir die Fixierung. Der Zweitwolf ist jetzt schwul fixiert auf dem Alpha. Er liebt ihn schwul. Er geht für ihn durch dick und dünn. Der, der ihn niedergebissen hat, den verehrt er. So macht es die Natur mit Liebe. Und wenn der Alpha sagt, die Hirschkuh holen wir uns, sagt der Zweitwolf, jawohl, Chef. Und so können sie erfolgreich jagen und existieren. Und wenn dann das Weibchen ihren Eisprung hat, dann steht der Alpha zur Verfügung. Ja, der Zweitwolf, der ist ja schwul, seine Libido ist im Keller, der hat keinen Bock. Und so hat das Weibchen für ihre Jungs immer den Besten. Und bei diesen Revierbereichs-Sonderprogrammen, da haben wir Bronchien, Kehlkopf, die Herzkranzgefäße, Leber-Gallengänge, Harnwege. Und die sind innen mit Plattenepithel austapeziert und das ulzeriert weg. So wie bei der äußeren Haut. Dadurch wird aber das Lumen größer, der Querschnitt, und ich kriege mehr Luft in die Lunge, mehr Blut zum Herzmuskel, ich kann mit mehr Urin das Revier besser markieren. Also durch Zellminus eine Funktionsverstärkung. Und das ist der Sinn. Und in der Heilung wird es unter Schwellung repariert, so wie die äußere Haut. Und am Ende der Heilung ist, was er sieht, die Bronchitis oder die Blasenentzündung weg. Entzündung ist, wie gesagt, immer Heilung. Und dann gibt es noch die Funktionsausfälle. Da haben wir weder Zellplus noch Zellminus, sondern Funktionsausfall. Und da ist der Funktionsausfall der Sinn. Also wenn ich mich, sagen wir, sträube gegen den Chef, dann wird kein Insulin produziert, dadurch steigt der Blutzucker. Und jetzt habe ich mehr Zucker, mehr Energie im Blut und ich kann mich erfolgreicher sträuben. Und in der Heilung normalisiert sich der Blutzucker. Aber der Sinn war der Überzucker. Das war die Therapie der Natur. Und jetzt wissen wir auch, wo wir ansetzen müssen. Beim Chef müssen wir ansetzen. Und dann verschwindet der Diabetes. Die Schulmedizin ist nicht daran interessiert, ursächlich vorzugehen, weil wer kauft ihr dann das Insulin ab, gell? So, und wenn man das eben aus der Entwicklungsgeschichte betrachtet, dann sieht man, keimblattverwandte Organe haben keimblattverwandt ihre Konflikte, ihr Verhalten, ihren Sinn, ihre Mikroben, ihr Hirnrelais, ihre Krisen. Ja, die Krise aus der gelben Gruppe ist eine Stammhirnkrise. Aus der gelb-orangen Kleinhirn, aus der orangen Marklager und so weiter. Die imposanten sind die von der Hirnrinde. Da haben wir die Absence, die Epilepsie, die Migräne, den Herzinfarkt. Allen Krisen gemeinsam ist es, sie verlaufen sympathikoton. Engstellung der Gefäße. Und mit Beginn der Heilung wurde Wasser eingelagert. Alles wird unter Schwellung tuberkulös abgefüllt, unter Schwellung wieder aufgefüllt. Und es tut weh. 90% der Patienten kommen in einer Heilung. Und um diese Wassereinlagerung zu stoppen, gibt es die Krise. Das in die Vagotonie fallen zu stoppen, das Ruder wieder Richtung Gesundheit zu bugsieren. Dafür brauchen wir die Krise. So, lassen wir es gut sein, einmal mit der Grundlagenwiederholung. Also, und hier haben Sie, wie gesagt, den großen Vorteil. Das können Sie am eigenen Pickel, am eigenen Niesen oder beim Partner oder beim Kind nachvollziehen. Da müssen Sie gar nichts glauben. Und an einem Skirempel müssen Sie glauben. Genauso wie an die Bibel, ja, weil sonst kommt die Inquisition. Jetzt kommen wir zum Thema. Und es geht ja da ums Knochenmark. Und jeder Knochen, jedes Gelenk hat einen bestimmten Selbstwertinhalt. Diese Grafik finden Sie im Übrigen im Tabellenbuch
Das gehört zur Grundausstattung. Also das Grundlagenbuch, mein Studentenmädchen und die Diagnosetabelle, da, die beiden Bücher, die gehören quasi in jede Familie. Und eigentlich gehört das Wissen nicht zur Allgemeinbildung. Und jeder Knochen, wie gesagt, hat seinen eigenen Konfliktinhalt. Die Schädelkalotte, wie habe ich nur so blöd sein können? Die Halswirbelsäule, die Ungerechtigkeit der Welt, die Demütigung. Die Schulter, ich bin dem Partner ein schlechter Partner, ich bin der Mutter ein schlechtes Kind oder dem Kind ein schlechter Elternteil. Die Wirbelsäule trägt meine Person, der zentrale Selbstwerteinbruch, meine Person betreffend. Dann ist Sternum, ist Brustbein, zu kleine Brüste, Selbstwerteinbruch, Dekolleté. Das Becken steht fürs Baby. Ja, wenn die Frau kein Baby haben möchte, kann beim Mann das Becken osteolysieren. Die Hüfte nicht durchsetzen können, nicht durchstehen können. Ellbogen nicht schlagen können. Handgelenk als Situation nicht in den Griff bekommen. Finger nicht festhalten können, wie ungeschickt von mir. Ungeschicklichkeitskonflikt. Knie, Sportlichkeit, Selbstwerteinbruch. Fuß, nicht tanzen, nicht laufen können, nicht balancieren können. Und Kinder generalisieren gern. Das Kind differenziert noch nicht so, wie das hier steht, sondern das Kind generalisiert. Das Kind sagt, die Mama hat mich nicht lieb und es osteolysiert das komplette Knochenskelett. Und Kreise werden zu Kinder. Kreise generalisieren auch ganz gern. Und der schwere Selbstwerteinbruch geht auf den Knochen, der leichtere auf den Lymphknoten. Der Lymphknoten gehört zum Knochen. Es gibt die myeloische Leukämie und die lymphatische Leukämie. Myeloisch der Knochen, der schwere Selbstwerteinbruch. Und lymphatisch der leichte Selbstwerteinbruch in Heilung. So, und besprechen wir einmal den Knochen, also der schwere Selbstwerteinbruch. Und in der aktiven Phase osteolysiert der Knochen, er entkalkt, wird porös. Er hat aber eine ziemlich harte Knochenhaut und die Knochenhaut hält den Knochen in Form. Wenn er bricht, heilt er nicht. Also ein Knochenbruch, der nicht heilen möchte. Achtung, dieser aktive Selbstwert am Laufen. Und gleichzeitig stellt das Knochenmark mehr oder weniger die Blutproduktion ein. Es sind nicht alle Knochen gleichermaßen im Blutbildungsprozess involviert. Aber der Mechanismus verläuft immer. Ob das jetzt der kleine Knochen, der Finger ist, oder ob das die Halswirbelsäule ist, oder ob das die Rippen sind. Wir haben immer in der aktiven Phase Anämie und in der Heilung Leukämie. Die Frage ist, ob es heute halt diagnostiziert wird. Ja, stellen Sie sich vor, der hat Leukämie und keiner merkt es. Und wird noch gesund und keiner hat dran verdient. Also, das geht nicht. Also, alles, was recht ist. Und das Ganze tut nicht weh. Aber wie gesagt, die Knochen sind porös und jetzt haben wir diese Anämie-Müdigkeit. Also die roten Blutkörperchen gehen in den Keller, die transportieren ja den Sauerstoff und jetzt habe ich quasi zu wenig Sauerstoff und habe dadurch eine Müdigkeit, eine Anämie-Müdigkeit und schone meine porösen Knochen. Also das spielt irgendwie zusammen. Ja, aber der Sinn liegt am Ende der Heilung erst, ja, beim Knochen. Und da muss ich erst den Selbstwerteinbruch lösen. Und die Heilungsphase, die merke ich sofort. Also die Schmerzen, jetzt wird er unter Zuhilfenahme der Bakterien, der Knochen unter Schwellung rekalzifiziert. Und jetzt dehnt sich die Knochenhaut und das tut weh. Also Knochen in der Heilung soll angeblich die schlimmsten Krebsschmerzen verursachen. Zahnschmerz ist so also ein kleiner Vorgeschmack. Ja, da haben sie es punktuell
Aber wenn einmal das ganze Becken oder die Wirbelsäule in die Heilung geht, also da tun es mir leid. Und beim Knochen kann man so circa sagen, was weiß ich, wenn ich 4 Wochen Konflikt aktiv war, wird die Heilung auch 4 Wochen dauern. In Mitte circa habe ich die Krise, die ist unauffällig, meist kalt, ich krampfe nicht, ich habe keinen Herzinfarkt oder sonst was, ich bin einfach nur kalt, mehr ist das nicht. Da kann man sagen, die Schmerzen, die kommen 14 Tage und sie gehen 14 Tage. Und wenn ich das weiß, ist das ja ein komplett anderer psychischer Moment. Ja, ich weiß, 4 Wochen, ja, 1 Woche habe ich schon. Jetzt habe ich nur mehr 3 Wochen, jetzt habe ich nur mehr 2 Wochen. Ja. Und das Wichtige ist zu verstehen, das ist eine Heilung. In der Schulmedizin assoziiert ja der Krebspatient mit Schmerzkrebs. Und in der Hoffnung, wenn der Schmerz weg ist, dass der Krebs weg ist, brüllt er nach Morphium. Und das ist die Sackgasse. In der tiefsten Vagotonie eine Morphiumgabe und der ist tot. So wird ja die Sterbehilfe praktiziert mit Morphium. Aber wenn ich jetzt weiß, es ist zwar nicht lustig, aber ich habe nur mal 3 Wochen, jetzt habe ich nur mal 2 Wochen. Das ist ein ganz anderer psychischer Moment. Ich sehe den Silberstreif am Horizont. Und das ist das beste Schmerzmittel. Glauben Sie mir das? Das ist das beste Schmerzmittel. Das Morphium ist die Sackgasse. So, und jetzt in der Heilung wird sofort wieder Blut produziert mit der Konfliktlösung. Und überschießend, unreife Leukozyten, Leukoplasten, und die steigen hoch. Ja? Ich bin vagoton, müde, schlapp. Im Hirn habe ich mein Ödem. Auf der Organebene, ich habe kochend heiße Hände. Ich bin kaputt und die Leukos sind hoch. Und jetzt habe ich da die Diagnose Leukämie. Die aktive Phase muss nicht immer auffallen, aber die Heilung, die fällt halt meistens auf. Und in der Schulmedizin sind das zwei Paar Schuhe. Anämie, Leukämie in der Schulmedizin. Das ist wie Porsche und ein Fahrrad oder so. Also komplett verschiedene Paar Schuhe. In Wirklichkeit ist es ein Tandem. Das gehört zusammen. Anämie ist konfliktaktiv, Leukämie ist davon die Heilung. Das sieht man auch beim Chemopatienten. Wenn der vergiftet wird, der hat Anämie, Blutarmut. Ja, jeden zweiten Tag muss man da die Blutkörperchen überprüfen. Die sacken voll in den Keller. Der hat Anämie, der wird im Prinzip geschächtet. Ja, der Leukämiepatient hat kein Blut. Der wird im Prinzip entblutet durch Gift. Und wenn man damit aufhört mit der Vergiftung, hat er Leukämie. Und das sieht man auch bei der Bestrahlung. Oder Tschernobyl. Was haben die Tschernobyl-Kinder? Leukämie. Wenn ich das Knochenmark radioaktiv kaputt bestrahle, haben die Blutarmut. Höre ich damit auf, versucht sich das Knochenmark zu regenerieren mit Leukämie. Und es unterschreibt auch jeder Krebspatient, dass er infolge der Chemo, infolge der Bestrahlung, anschließend mit Leukämie reagieren kann. Und das unterschreiben sie auch alle, weil sonst kriegen sie es nicht. Wahnsinn, hä? Naja, gut. So, und wir sprechen ja vom Glück der Leukämie. Ja, zum Glück habe ich den Selbstwerteinbruch lösen können, weil lösen muss ich ihn. Wenn ich den nicht löse, löst sich der Knochen auf. Oder ich sterbe an Anämie. Da hat es einmal einen französischen Präsidenten gegeben. Ja, der war, ich glaube, in der Woche war der einmal zur Bluttransfusion, weil er kein Blut hatte. Der hat einen schweren Selbstwerteinbruch gehabt und der hat wie ein Vampir Blut braucht, sonst wäre er gestorben. Und also, wenn Ihnen das nächste Mal der Arzt Leukämie diagnostiziert, müssen Sie sagen: Danke, Herr Doktor, für die gute Nachricht. Freut mich. Wiederschauen. Und deshalb sprechen wir eben vom Glück der Leukämie. Und die Krise, wie gesagt, das ist nicht so auffällig. Und dann geht die Knochenschwellung zurück, die Schmerzen gehen zurück und am Ende bleibt der Knochen stärker, als er zuvor war. Und das ist der Sinn von dem Programm, damit das nicht mehr so leicht passiert. Wie beim Knochenbruch. Ja, am Ende der Heilung ist die Bruchstelle dichter, dicker als vorher, damit das nicht mehr so leicht passiert.
So, also an und für sich das mit den ganzen Werten und so, das ist nicht so meins, aber so vom Prinzip her, also aus der Stammzelle, ja, da bilden sich die roten Blutkörperchen und dann haben wir die weißen und die Blutblättchen und das geht alles von den Stammzellen aus. Und die Stammzellentransplantation, ja, Hochdosis Chemo. Und das heißt, man rottet beim Patienten das Knochenmark aus und transplantiert ihn dann Stammzellen. In der Hoffnung, dass das wieder anspringt, das Knochenmark. Ja, einer von 100 überlebt es. Und wenn man das Blut zentrifugiert, dann setzen sich die roten Blutkörperchen ab und der Rest ist quasi so Plasma. Und man sieht auch, also die roten Blutkörperchen, die haben einen großen Anteil. Und wir haben so in der Regel 4 bis 7 Millionen Erythrozyten, rote Blutkörperchen, pro Kubikmillimeter Blut. Dann weiße haben wir 4 bis 10.000 pro Kubikmillimeter Blut und Blutblättchen haben wir so 150 bis 300.000 pro Kubikmillimeter Blut. Und eine schöne Elektronenraster-Mikroskopaufnahme von Wikipedia. Ja, die roten Blutkörperchen, die schauen so aus wie Donuts. Ja, die Blutblättchen, die haben so Haken, das Gelbe in der Mitte, damit sie sich eben verhaken und damit das Blut gerinnt bei einer Verletzung. Und die weißen Blutkörperchen. Und den Hämatokrit, ja, das ist auch so ein Wert, der immer irgendwo auftaucht. Ja. Das kann man, wenn man das zentrifugiert, eins zu eins ablesen. Also so 45% haben wir vom Blut die roten Blutkörperchen. Und wenn da jetzt abgesehen von einer Blutung, ja, dann kann auch das Blutbild verändert sein. Aber abgesehen davon, wenn es keine Blutung gibt und es ist das Blutbild verändert, dann geht es da immer um einen Selbstwert. Und mit Fortschreiten des Selbstwerts Einbruchs gehen eben die weißen und die roten in den Keller. Blutarmut und auch die Blutblättchen. Ja, also es heißt zwar Anämie, also weniger rote, aber auch die weißen und die Blutblättchen gehen in den Keller. Und ich habe eng gestellte Gefäße, ich bin sympathikoton und Hammer gibt da so Werte an im Goldenen Buch. Ja. Erythrozyten hat man 3 Millionen und der Hämatokrit ist runter auf 25%. Also normal ist er 45. Und mit der Konfliktlösung beginnt sofort das Knochenmark wieder mit der Blutproduktion. Und zu Beginn unreife weiße Blutkörperchen, Leukoplasten. Und das sind im Prinzip Montagsautos. Ja, die werden aber sofort von der Leber wieder abgebaut. Und erst Wochen später kommen die Roten in Schwung. Ja, zuerst einmal die Weißen. Und jetzt kann man im Knochenmark bereits Leukämie diagnostizieren, aber noch nicht in der Peripherie. Und das Ganze nennt sich dann aleukämische Leukämie. Also was es gibt in der Schulmedizin. Gell? Jedes Futsal kriegt da einen eigenen Namen. Und also jetzt sind wir schon rund mit dem Hämatokrit auf 15%. Ja? Und die Gefäße sind umgestellt auf weit. Und ich habe jetzt, das ist aufgefüllt mit Serum aus der Umgebung. Das Blut ist ganz stark verdünnt. Und der Schulmediziner unterscheidet nicht zwischen aktiv und Heilung.
Der nimmt einfach einen Kubikmillimeter Blut raus und zählt die Blutkörperchen ab. Und hier hat er einen bestimmten Wert, da habe ich eng gestellte Gefäße. Und hier misst er auch einen bestimmten Wert, da habe ich aber das Fünffache verdünnt. Also das Fünffache an Volumen mehr, verdünnt durch Serum aus der Umgebung. Und jetzt hat er plötzlich das Fünffache weniger an Blutkörperchen in seinem Kubikmillimeter, weil es ganz stark verdünnt ist. Und da sprechen wir von einer Pseudoanämie. Also das ist die aktive Phase ist eine echte Anämie. Ja, die sacken in den Keller. Aber jetzt mit der Konfliktlösung wird schon wieder Leukämie, werden schon wieder Blutkörperchen produziert. Es ist nur ganz stark verdünnt. Und das ist dann so quasi die Pseudoanämie. Und in dem Zustand, aber wie gesagt, in der Peripherie hat man noch keine Leukämie im Knochenmark, kann man es bereits feststellen. Also die aleukämische Leukämie. Dann noch ein Stück weiter, also jetzt ist ja nicht mehr zu übersehen, dass der Patient wirklich krank ist, er hat Knochenschmerzen, er ist müde, schlapp, Hirndruck. Übrigens, eine Schädel-CD von einem Leukämiekind, ja, das generalisiert er gern und das heißt natürlich, das ganze Marklager ist Ödem geflutet und ganz dunkel. Also wenn da 100 Schädel-CD hängen, können Sie auf einen Blick auf eine Entfernung von 10 Meter sagen, der und der und der hat Leukämie. Nur vom ersten Eindruck vom Schädel-CD. Und das kann auch entsprechende Komplikationen dann verursachen, dass nämlich so also ein Ventrikel abgedrückt wird. Und dann muss man was tun, ja, medikamentös mit Cortison, weil sonst gibt es da Probleme. Also es gibt schon ein paar Komplikationsmöglichkeiten. Die eine ist eben der Hirndruck. Ja, und das muss er kann dran sterben und da muss er was tun. Also das höchste Gut ist ja, das Leben des Menschen zu erhalten. Da gilt alles. Ja. Und bevor man der stirbt, kriegt er Cortison. Logisch. Ja. Und das muss man, das ist dann der Therapeut, ja, der muss das beurteilen können. Ja, ich bin kein Therapeut. Und ich unterrichte ja nicht Therapeuten oder der Therapeut gehört an der Universität ausgebildet, gell? Und am Patienten ausgebildet. Und der muss viel mehr wissen als so ein Facharzt. Der muss sich nämlich überall auskennen. Beim Knochen, bei der Gebärmutter, beim Auge. So, und also wie gesagt, die Leukozyten sind jetzt überschießend, die Leukoplasten eigentlich. Und da hat man so 150, Moment mal, Leukozyten, was hat er da, 4.000 bis 10.500. Die Leukozyten müssten jetzt natürlich schon erhöht sein. Habe ich da einen Tippfehler oder was? Nein, also die Leukozyten, das ist ja das Violette da, die sind jetzt, also ich habe ganz eindeutig Leukämie. Weiß nicht, wieso habe ich da 1.500 stehen? Aber ist mir noch gar nicht aufgefallen. So, und dann kommen, wie gesagt, ein paar Wochen später kommen dann die Roten in Schwung und die können auch einmal so überschießen. Und dann habe ich beides zu viel. Ja, die Weißen sind zu viel, die Roten sind zu viel. Der Patient ist aber schon am Weg der Genesung. Also jetzt dauert es nicht mehr lange. Und am Ende der Heilung hat sich das Ganze wieder normalisiert. Sagen wir, da die Kurve passt auch nicht ganz synchron. Ich weiß jetzt nicht, wenn ich da einen normalen Tag-Nacht-Rhythmus habe, ob da die Roten wirklich erhöht sind. Ich habe da, und auch die Krise, wo gehört die genau hin? Ich habe da Dr. Hammer einmal auf das angesprochen. Ich habe die Grafik aus der Literatur 1:1 abgemalt. Und er hat mir versprochen, er schaut sich das noch einmal an, aber wir sind noch nicht dazu gekommen, ja, das genauer einzuzeichnen, wann sich was normalisiert hat. So, also wenn es das Wichtigste ist, einmal zu merken, die Leukämie ist die Heilung.
Das ist das Allerwichtigste. So, die Anämie, das ist jetzt aktiv, konfliktaktiv und ein aktiver Selbstwerteinbruch. Und wie gesagt, es tickt die Uhr und man sollte was tun. Die Sichelzellenanämie, das ist ebenfalls der aktive Selbstwerteinbruch, also es wird ja Blut abgebaut. Und dann hat man von diesen roten Blutkörperchen, von diesen Donuts, hat man so wie von einer Torte, wo ein Stück fehlt. Ja, und dann hat man so eine Sichel. Und das meint der Schulmediziner sei vererbbar. Also das ist Blödsinn. Das ist die aktive Phase von Selbstwerteinbruch. Ein zu viel Eisen im Blut deutet ebenfalls auf einen aktiven Selbstwerteinbruch hin. Also es wird Blut abgebaut, aber der Körper behält sich das Eisen, um es anschließend wieder zu verwerten. Während ein zu wenig Eisen im Blut, das deutet auf eine okkulte Blutung hin. Also irgendwo versteckt blutet der Patient. Aus dem Magen oder aus dem Darm. Beziehungsweise die Frauen mit ihrer Periodenblutung sind ja auch bekannt dafür, dass sie zu wenig Eisen im Blut haben. Zu viel Eisen ist nicht gefährlich, zu wenig Eisen unter Umständen müsste man da auch, was weiß ich, Eisentabletten nehmen oder manche schwören ja auf rote Beete, ich weiß nicht. So, die akute Leukämie, das ist einmalig. Ja, während die chronische Leukämie, das ist die hängende Heilung. Und die ALL, die akut-lymphatische Leukämie, ist die einmalige Heilung von leichten Selbstwerteinbruch. Und chronisch-myeloische Leukämie ist die hängende Heilung von schweren Selbstwerteinbruch. Und vor, was weiß ich, 40, 50 Jahren hat man ALL, also akut-lymphatische Leukämie, gar nicht unter Leukämien eingereiht. Das Kind hat Leberdran bekommen und in 4 Wochen wieder bestellt zur Kontrolle und da ist ja quasi ja niemand gestorben dran. Und heute rühmt sich die Schulmedizin, bei ALL haben wir, weiß nicht, 80% Heilung. Was heißt das? Vor 100 Kindern sind 20 tot und der Rest ist chemisch kastriert. Ja, je früher man ein Kind mit Chemo traktiert, umso sicherer ist eine bleibende Unfruchtbarkeit. Siehe Olivia. Die aleukämische Leukämie, wie gesagt, das haben wir schon, ich habe schon erklärt, im Knochenmark findet man bereits die Leukämie, aber noch nicht in der Peripherie. Ich glaube, das schreibt den Text habe ich vom Hammer. Aleukämische Leukämie bedeutet nach bisherigem Sprachgebrauch, dass in der Peripherie keine oder noch keine vermehrten Leukozyten bzw. Leukoblasten gefunden werden können. Meistens sogar eine Leukopenie zusammen mit einer Anämie noch vorliegt. Also er hat noch zu wenig in der Peripherie, aber im Knochenmark wird bereits Leukämie produziert. Was ist von immer wieder unregelmäßig auftretenden Nasenbluten zu halten? Da gibt es im Prinzip 2 Möglichkeiten, nämlich die Nasenschleimhaut selber ist ja Plattenepithel und das blutet ja typischerweise in der Heilung. Denken Sie ans Magengeschwür, 12-Fingerdarmgeschwür, Gebärmutter, Mund, Hals. Das blutet so meist so zur Krise hin. Oder eben die Leukämie. Aber wir haben ja die Blutgefäße weitgestellt. Und wenn Sie bei der Nase schauen, ja, da haben wir ein ganz dichtes Blutnetz. Und da genügt eine leichte Verletzung. Und das Blut ist ja ganz stark verdünnt, so auch die Blutblättchen sind ja in der Relation wenig.
Und jetzt blutet es und blutet. Ja, leichte Verletzung und es hört nicht auf zu bluten. Und das ist auch eine Gefahr bei der Leukämie. Ja, des Nachts, wenn die Nase popeln, die beginnen zu bluten und die schlucken das Blut und schlucken und schlucken und schlucken und man kann verbluten. Ja, also das ist eine Komplikationsmöglichkeit. In welchen Knochen wird besonders viel Knochenmark zur Blutbildung gebildet beim Erwachsenen? Beziehungsweise gibt es Knochen, die quasi ohne Leukämie wieder regenerieren? Also was ich weiß, ist es jeder Knochen. Ja, und ich glaube im Becken, in den Rippen, da wird, ich glaube, am meisten Blut produziert. Und aber an und für sich, ich habe immer beim Knochen das Blutbild verändert, egal wo. Die Frage ist halt nur, ob man es wirklich feststellt. Und das Blutbild selbst, das kann sich ja innerhalb kürzester Zeit aber grundlegend verändern. Ja, also noch einmal, in der aktiven Phase haben es eng gestellte Gefäße und eine Stunde später haben es weit gestellte Gefäße und da haben sie ein grundlegend verändertes Blutbild. Das Plasmazytom oder multiple Myelom, ja, das sind so typischerweise die Heilungsphasen von der Schädelkalotte und Halswirbelsäule. Also Hammer schreibt geistiges Problem, also Schädelkalotte, wie habe ich nur so blöd sein können? Und die Halswirbelsäule, die Ungerechtigkeit der Welt, die Demütigung, warum gerade ich? Ja, also so mehr so das Geistige. Während die Wirbelsäule, das ist ja meine zentrale Person und Ellbogen nicht schlagen können, den Gegner und so weiter, ist, sagen wir, Kopf und Hals. Wirbelsäule, das ist so, ja, so das Geistige, wie dumm, wie ungerecht und so in die Richtung. Die chronische Leukämie ist, wie gesagt, die hängende Heilung. Da gibt es eine Schiene, immer wieder aktiv, Heilung rein, raus. Wie es halt so passiert, ein Fünfjähriger schafft es nicht, im Kindergarten sich die Schuhbänder zu binden und wird von der Kindergartentante zur Schnecke gemacht. Und was glauben Sie, was der Bub gemacht hat? Also er hat dabei einen Selbstwerteinbruch erlitten. Und was hat er gemacht? Er wollte nicht mehr in den Kindergarten. Instinktiv, intuitiv das Problem lösen. Und die Eltern wechselten den Kindergarten und das war für das Kind die Lösung und er kam in die Heilung mit Leukämie und da hat man ihn erwischt. Ja, und halt mit Chemo traktiert und er hat es überlebt. Aber wie gesagt, die Nebenwirkung, Unfruchtbarkeit. Ein Fall aus der Literatur. Hammer schreibt, dieser Fall ist eigentlich ein Allerweltsfall. Eine junge Medizinstudentin von 21 Jahren, die kurz vor dem Physikum steht, wird von ihrem Freund verlassen. Das war im November. Kurz vorher hatte sie sich noch im Praktikum in der Physiologie ihr eigenes Blutbild gemacht. Alle Werte im Normbereich. Das Mädchen fühlte sich zu dicklig, war aber sehr klug und aufgeschlossen. Ihr ganzes Selbstwertbewusstsein gründete sie auf ihren Freund, mit dem sie zusammen später eine Familie haben wollte. Das war ihr größter Wunsch. Als ihr Freund sie verließ, es war ihr erster Freund, fühlte sie sich zutiefst gedemütigt und in ihrem Selbstwert zerstört. Der Konflikt war sehr konfliktintensiv. Übrigens, es hängt schon auch davon ab, wie intensiv ist auch der Konflikt jetzt generell, ja nicht nur bei der Leukämie. Aber die blaue Fläche ist die Konfliktmasse, ist quasi das Krebsgeschehen. Und entsprechend wird dann auch die Heilung verlaufen. Intensiv und entsprechend lang wird sie dauern. Nach 2 Monaten kam es zur Aussöhnung. Von da ab wurde das Mädchen so abgeschlagen und müde, dass sie nicht mehr lernen konnte. Sie hatte 3 Kilo an Gewicht abgenommen in der Zeit vom November bis Januar. Jetzt hatte sie sogar übermäßigen Appetit und nahm rasch zu.
sodass sie mehr wog als vorher. Unglücklicherweise ging sie 4 Wochen später zum Arzt und der fand eine Leukozytose, also vermehrte Leukozyten, Hinweis beginnender Leukämie, von 80.000. Normal sind 4 bis 10.000. Davon 75 Lymphoblasten, 75.000 und 5.000 normale Leukozyten. Also die Lymphoblasten, das sind ja unreife Leukozyten und die funktionieren nicht, ja, die Montagsautos. Aber wir haben immer, sagt Hammer, an und für sich auch genügend Leukozyten, die funktionieren. Was jetzt folgte, war ein einziges Trauerspiel. An den Unis Erlangen und Essen versuchte man, die Leukozyten mit Zytostatika niederzuknüppeln. Aber der Konflikt blieb gelöst und jedes Mal, wenn man mit der Zytostatika-Pseudobehandlung aufhörte, schnellte die Zahl der Leukozyten wieder in die Höhe. Dann jammerten die Ärzte, das sei ein Rezidiv. Die Patientin starb schließlich iatrogen zu Tode therapiert. Dann, wie gesagt, es läuft immer der Knochen ja parallel mit. Röntgen links, nebenstehend, sehen wir die Osteolyse des linken Schultergelenks. Die Patientin war Linkshänderin, partnerseitig. Dort hatte sie auch Periostspannungsschmerzen in der Heilung. Dieser Skelettbereich ist bei Linkshändern üblicherweise betroffen bei einem Selbstmordeinbruch im Partnerverhältnis. Dann ist Schädel-CD. Im CD sehen wir ein deutlich dunkles Marklager. Die Pfeile weisen auf 2 umschriebene Bereiche entsprechend Rippenosteolysen in Heilung. Die Anämie-Müdigkeit schützt mich, wie gesagt, vom Rumspringen. Die Knochen sind porös und so schütze ich meine porösen Knochen. Eine Mutter schreibt eine Nachricht von, die beschreibt schön diese Anämiemüdigkeit. Eine Nachricht von meinem jüngsten Kind, 25, die mich spontan bis ins Mark hinein erschüttert hat. Das ist so typisch der Selbstwerteinbruch. Ja, so durch Mark und Bein. Ja, so beschreiben es die Patienten. Ich will das hier nicht so ausbreiten, weil dieses Kind auch Anhängerin der Germanischen ist und das vielleicht hier liest. Im selben Augenblick verlor ich sämtliche Farbe aus meinem Gesicht und die Lippen waren plötzlich bleich. Dieser Zustand blieb dann auch so. Ich wurde appetitlos und ich wurde die Sorge und die Ungewissheit um dieses Kind nicht los. Es weilte mit einer Gruppe von Freunden im fernsten Ausland, vielleicht mittellos. Ich wusste es nicht, was dort geschah. Ich nahm im Laufe der letzten Wochen und Monate seit dem Vorfall immer mehr ab, weil ich keinen Appetit hatte und deshalb wenig aß. Ich wurde immer schwächer, musste öfter stehen bleiben, schon bei den kleinsten Anstrengungen. Am liebsten wollte ich nur noch liegen. Bücken fiel mir schwer, ich wurde schwindelig davon. Die Gänge mit dem Hund wurden zur Last. Ich nahm dafür meist das Fahrrad und stützte mich beim Gehen darauf ab. Oder fuhr langsam radelnd, aber auch das wurde schnell zu anstrengend. Treppensteigen wurde zur großen Anstrengung, mit immer wieder Stehenbleiben zwischendurch. Aber das könnte ja unter Umständen das Myokard sein, gell? Herzklopfen und pulssynchrones Ohrenrauschen waren Tag und Nacht im Gange. Hoher Puls, meist um 100, ja, das Herz muss an mehr arbeiten, weil zu wenig rote Blutkörperchen, muss mehr Sauerstoff transportieren. Auch nachts und in Ruhe. Ich schlief schlecht, manchmal ganze Nächte kaum. Der Arzt wollte aber nun erstmals eine Blutprobe machen, weil er meine Blässe bemerkt hatte und von meiner Schwäche erfahren hatte, die immer mehr zunahm. Er fühlte meinen Puls, der wie gewohnt hoch war. Der Blutdruck war in Ordnung. Dann erfuhr ich es. Hämoglobinwerte waren bei 5,8 statt normalerweise bei 12. Also zu wenig rote Blutkörperchen. Auch aus der Literatur. Im Februar, das ist jetzt auch interessant, was der Konflikt sein kann,
dem ist der Onkel gestorben. Im Februar starb der Onkel für den Jungen sein Ein und Alles, wie er immer gesagt hatte. Der Onkel starb ganz überraschend an einem Asthmaanfall. Für Markus war es nicht nur ein unersetzlicher Verlust, Hoden CA links, er ist Linkshänder, Partnerverlust um den Opa, sondern auch ein völliger Selbstwerteinbruchkonflikt. Er fühlte sich ohne den Onkel quasi nichts mehr wert. Das kann ein Selbstwerteinbruch sein. Er hat sich quasi durch seinen Onkel identifiziert und jetzt war der Onkel weg. Dieses DHS hat dieses hochsensible Kind völlig zerstört. Als der Onkel beerdigt wurde, ging der kleine Junge mit ans Grab. Dabei kam er zum ersten Mal Nasenbluten. Das Kind, und das ist ja jetzt in der aktiven Phase, Nasenbluten, und da muss die Milz dabei sein. Die Milz muss ich Ihnen unbedingt erklären. Das Kind litt still vor sich hin, aß schlecht, schlief unruhig und träumte dann immer wieder von dem armen Onkel. Nach zwei solchen Träumen hatte das Kind im Mai und Oktober wieder Nasenbluten. Na, da war ich schon in der Lösung. Na, Moment einmal. Panmyelopathie. Ich lese mal weiter. Im August diagnostizierte man eine hochgradige Anämie mit Thrombopenie, also zu wenige Blutplättchen. Man machte eine Transfusion und diagnostizierte nach einer Knochenmarkspunktion eine Panmyelopathie. In dieser Zeit war das Kind ja noch in der konfliktaktiven Phase. So, jetzt ist nur interessant, warum hat er in der aktiven Phase Nasenbluten? Und so benötigt er immer mehr und immer in kürzeren Abständen Bluttransfusionen. Wie gesagt, wie ein Vampir. Im Januar wussten sich die Ärzte einer deutschen Uniklinik, in der der kleine Junge behandelt wurde, keinen Rat mehr und rieten zur Knochenmarkstotalbestrahlung und sogenannter Knochenmarkstransplantation. Also man rottet das Knochenmark aus und also das ist Schächten pur. In dieser verzweifelten Situation riefen mich die Eltern an und fragten, ob ich einen Rat wüsste. Ich riet den Eltern, den Konflikt herauszufinden, an dem das Kind erkrankt sein müsse. Wir fanden den Konflikt gemeinsam heraus. Wenn man weiß, wo man suchen muss, weiß man eigentlich immer sofort Bescheid. So wusste die Mutter natürlich sofort, wovon der kleine Bub immer so schlecht geträumt hatte und einfach nicht mehr so gewesen war wie früher. Niemals hatte sich natürlich dafür ein Arzt in der Klinik interessiert. Die zählten nur die Zellen und warfen den Eltern ein ums andere Mal nur die allerschlimmsten Prognosen an den Kopf. Einige rieten sogar, den Jungen gleich einzuschläfern. Das sei am gnädigsten, da es ohnehin keine Hoffnung mehr gäbe. Wir fanden heraus, dass der Tod des Onkels das entscheidende DHS gewesen sein müsse. Da sie nun wussten, wo der Hase im Pfeffer liegen musste, entwickelten die Eltern geradezu wunderbare pädagogische Fähigkeiten. Es stand nämlich im Februar die Jahrestotenmesse für den Onkel an. So sprachen die Eltern denn mit dem Buben über den Onkel. Und siehe da, das Eis brach. Ein Jahr hatte der kleine Kerl diesen Kummer wie eine Zentnerlast mit sich herumgetragen. Nun war er wie erlöst, dass er mit den Eltern und besonders mit der Mutter über den armen Onkel sprechen konnte. Er bat darum, mitgehen zu dürfen in die Totenmesse für den Onkel. Das wurde ihm gern erlaubt. Nach der Totenmesse rief mich die Mutter am nächsten Tag an und jubelte, Herr Doktor, jetzt hat der Bub wirklich warme Hände bekommen. Er isst wieder, schläft zum ersten Mal wieder ruhig durch und hat sich überhaupt wieder gänzlich verändert. Ich sagte, der Bub sei keineswegs sofort gesund, sondern werde noch eine Zeit lang Bluttransfusionen benötigen. Aber es werde immer seltener nötig sein und es werden dann immer kleinere Blutmengen notwendig sein. Und so geschah es auch. Der Bub brauchte anfangs 14-tägig 3 Beutel Blut. Jetzt nur noch alle 8 Wochen 2 Beutel. Vielleicht braucht er schon gar keinen mehr.
7 Wochen lang zwickte übrigens bei dem Bub der linke Hoden erheblich, der zwischen Februar und Juni etwas geschwollen war. Das ist dann die Heilung. Außerdem hat er jetzt Knochenschmerzen, die aber zum Aushalten sind. Es scheint so, dass nach dem Schädel-CD der generalisierte Selbstwerteinbruch-Konflikt die große Masse des Konflikts dargestellt hat. Dagegen der Verlustkonflikt mit dem CD nur mäßig vergrößerten hamerschen Herd im Hodenrelais gewesen ist. Mehr der Begleitkonflikt gewesen ist. Die Marklage im Hirn-CD sind so stark geschwollen, dass die Ventrikel fast völlig komprimiert sind. Zeichen dafür, dass im Gehirn Platz gebraucht wurde. So, ein Tierfallbeispiel von einem Tierarzt erzählt. Unserer Gänsezucht war leider lange Jahre kein Erfolg beschieden. Entweder brüteten sie überhaupt nicht oder wir hatten ein Lesbenpaar oder sie zertrampelten die Eier eine Woche vor dem Schlupf oder sie bauten ein Nest, das einer Pyramide ähnlich sah. Oben saß die Gans und beäugte ihre darum herumliegenden Eier. Wir waren es ziemlich leid und beschlossen, uns eine Wildgans zu besorgen, da deren Instinkte ja wohl noch intakt sein mussten. Gesagt, getan. Die Gans hieß Lore und sie bekam einen wunderschönen Gänsemann mit langem Hals und stolzem Blick, genannt Paulchen. Aber oh Schreck, Lore entpuppte sich als Furie, denn sie war keine Gans, sondern ein Wildganter, der Paulchen sehr bald verprügelte und von da ab jeden Morgen die Prozedur kurz wiederholte. Paulchen nahm das demütig mit gestrecktem, an den Boden gedrückten Kopf hin. Nach 3 Monaten war er so schwach, dass er nicht mehr aus dem Teich herauskam und bald darauf verendete. Paulchen hat einen biologischen Konflikt, einen Selbstwerteinbruch-Konflikt mit täglichen Rezidiven erlitten, also nach der germanischen einen Knochenkrebs, und ist an einer hochgradigen Anämie gestorben. Tja, und das kann natürlich auch passieren, wenn man den Hund prügelt oder wenn man das Kind prügelt. Ja, Selbstwerteinbruch und... Auch aus der Literatur. Der Junge, in Musik der Beste der Klasse mit weitem Abstand, begeisterter Musikliebhaber und Orgelspieler, der in der Musikstunde alles an die Tafel schreiben muss, weil er der Einzige ist, der mit Noten richtig umzugehen weiß, bekommt aus Bosheit und Niedertracht der Lehrerin eine 3 in Musik. Der Junge ärgert sich selbstverständlicherweise ganz furchtbar und erleidet einen starken Selbstwerteinbruch. Denn sein Selbstwert gründete sich zum erheblichen Teil darauf, dass er so musikalisch war. Er denkt ständig an diese Ungerechtigkeit und ärgert sich Tag und Nacht, nimmt an Gewicht ab, weil er keinen Hunger mehr hat, kann nicht mehr schlafen, hat häufig Brechreiz. Also das haben wir jetzt auch schon mehrfach gehört. Also für die Anämie, die aktive Phase, man magert ab, hat wenig Hunger, Brechreiz. April. Also das war im Februar, der April. Der Junge sagt sich, jetzt bekommst du halt im nächsten Zeugnis wieder deine 1, dann stimmt es wieder. Er wird so abgeschlagen und müde, dass er in der Schule kaum noch aufpassen kann. Juni. Es wird die akute Lymphoblastenleukämie festgestellt und mit Zytostatika behandelt. Juli. Im Juli kommt es zu einem echten Konfliktrezidiv, als die Lehrerin ihm trotz der inzwischen bekannten Erkrankung völlig ungerechtfertigterweise und mit voller Bosheit nochmals eine 3 verpasst. Die Leukozytenzahl sinkt durch die konfliktbedingte Knochenmarksdepression rasch bis zur Leukopenie. Also zu viel wurde zu wenig. Wieder verliert der Junge rapide an Gewicht, hat laufend Brechreiz und Erbrechen, kann wieder nicht mehr schlafen und muss wieder ständig nur an die 3 in Musik denken. Es war geradezu grotesk. In dieser zweiten konfliktaktiven Erkrankungsphase zwischen Juli und Weihnachten
Als der Junge ständig an Gewicht abnahm, er brach, nicht schlafen konnte und ständig an seine drei Musik denken musste, da sollte der Junge gesund sein, laut Auskunft der Ärzte, weil das Blutbild eine Leukopenie zeigte. Dezember. Als sich der Junge, wie er berichtete, im Dezember gesagt habe, ach, die Lehrerin kann mich doch mal gern haben, da habe er aufgehört, sich über die drei zu ärgern. Von da ab bekam er wieder Appetit, nahm wieder an Gewicht zu, konnte wieder schlafen und zum großen Jammergeschrei der Uni-Schulmediziner stieg die Leukozytenzahl wieder an als gutes Zeichen der Heilung seines Selbstwerteinbruchskonflikts und als Zeichen der Knochenrekalzifizierung auf 100.000. Als es dem Jungen schlecht ging, galt er als gesund. Aber nun, wo es ihm deutlich gut ging, wurde über ihn quasi das Todesurteil gesprochen. Leukämie, Rezidiv, keine Überlebenschance. Von da ab war alles nur noch heller Wahnsinn, was jetzt passierte. Man machte aggressivste Chemobehandlung mit dem einzigen Erfolg, dass man das Knochenmark total ruinierte. Zwar schaffte man es, den Jungen eine Anämie beizubringen, aber da er ein junger Mensch war, stiegen die Leukozyten immer wieder an, immer wieder als neues Zeichen der Heilung, denn der Konflikt blieb jetzt gelöst. Und immer wieder versuchte man die Teufelsaustreibung mit immer aggressiveren Zytostatika. Der arme Junge starb schließlich unter dieser Dauerfolter einen gnädigen, aber völlig unnötigen Tod wegen einer 3 in Musik. Die Lendenwirbelsäule, also wir haben auch beim Knochen immer den lokalen Selbstwerteinbruch. An der Stelle tauge ich nicht. Und das ist ein Röntgen von der Olivia. Und der rechte Pfeil, da sieht man schön, dass dieser Querfortsatz wegosteolysiert ist. Und hier tauge ich nicht, also auf der Höhe der Niere, da habe ich Krebs. Das war ihr Selbstwerteinbruch. Und in der Heilungsphase hatte sie dann auch eine Leukämie, das stand auch in den Befunden drin, ja, mit 20.000 Leukos, normal sind 4 bis 10. Aber das haben die Ärzte alles ignoriert, übersehen, weil Olivia hatte nur Wilms-Tumor und den kann man ja zu 95% heilen. Und alles andere haben sie einfach ausgeblendet. Das ist das Kreuz von Hammer, das war der Rauswurf aus der Klinik. Und mit der Schiene germanische Heilkunde geht es mit ihr bergab. Ist er konfliktaktiv, geht es bergauf, kommt in die Lösung. Er hat chronisch Kreuzweh. Ja, wenn man sich da die Röntgenbilder ansieht, da kannst du einen Finger durchstecken. Also nach einem Röntgen geht es eher bergab mit der germanischen. Das war 2004, da wollte er, dass ich diese Bilder auf die Homepage setze. Und Hammer hat seit damals auch chronisch myeloische Leukämie, aber er hat es ja nicht nur entdeckt, er kann ja auch ganz gut damit umgehen. Und er ist halt dann einmal müde und muss sich halt wieder ins Bett legen. Und wie gesagt, nicht in Panik geraten. In welchem Knochen wird, also, ja, das war schon. Das ist jetzt auch ein interessanter Fall. Sie beschreibt es zwar nicht ganz richtig, aber wir werden es aufdröseln. Letztes Jahr im August begann alles mit einer Erkältung. Was harmlos gewesen wäre, wenn sich diese Infekte nicht im 3- bis 4-wöchigen Abstand wiederholt hätten. Ich konnte nicht schlafen und nahm 5 Kilo an Gewicht ab. Da ich die Germanische kenne, habe ich immer gegrübelt, welche Konflikte für meine Infekte verantwortlich waren, fand aber nicht raus, was es war. Ich war beim Arzt, der bei der Blutuntersuchung eine Leukopenie feststellte, also zu wenig, und mir sagte, dass die Infektanfälligkeit von einem Mangel an B-Lymphozyten kommt. Also die Lymphozyten gehören zu den Leukozyten, ja, die weißen Blutkörperchen. Diese ständigen Infekte dauerten bis zum Mai. Als ich mal wieder wegen einer Erkältung im Bett lag, las ich die Germanische, dann fiel es mir wie Schuppen vor den Augen.
Im August, kurz vor dem ersten Infekt, begann das allergisch getriggerte Bronchialasthma bei meinem Sohn. Wir besuchten eine Kamelfarm und Manuel bekam einen Asthmaanfall. Da hat er wahrscheinlich eine Schreckangst erlitten. Ich war völlig unvorbereitet. Es traf mich wie ein Schock. Ich erlitt einen Selbstwerteinbruch, da ich als Therapeutin meinem eigenen Sohn nicht helfen konnte. Und das Ganze war isolativ, weil ich mit niemandem darüber redete und es nicht einmal mir selbst eingestand, wie sehr das an meinem Selbstwert nagte. Nachdem ich nun wusste, welcher Konflikt es war, wusste ich auch, was ich hatte, beziehungsweise wie ich diesen Konflikt lösen kann. Durch diesen Selbstwerteinbruch bildeten sich Knochenosteolysen. Die Produktion der Leukozyten verringerte sich. Leukopenie, Infektanfälligkeit. Nach der Konfliktlösung im Mai konnte ich wieder schlafen, nahm an Gewicht zu und bekam fast unerträgliche Schmerzen im Brustbereich und in der vierten Rippe. Da ich durch die Germanische wusste, dass die Knochen sich nun rekalzifizieren, machte ich mir keine Sorgen, denn ich wusste, in circa 4 Wochen ist der Spuk vorbei. Was dann auch der Fall war. Seither hatte ich keinen Infekt mehr und ich fühle mich so wohl wie noch nie. Ich bin aus gutem Grund nach der Blutuntersuchung nicht mehr zum Arzt, weil ich dachte, die machen mich nur verrückt. So, warum hat die das am Brustbein und in der vierten Rippe? Weil der Sohn asthmatisch wurde. Das war ihr Selbstwerteinbruch, assoziiert fürs Kind. Und diese vielen Infekte, das waren ja die Heilungsphasen. Und was war da der Grund? Das chronisch getriggerte Asthma vor ihrem Sohn. Da wird sie die Rezidive erlitten haben und wann es ihm wieder besser ging, kam sie in die Heilung mit einem Infekt. Aber die definitive Lösung brachte ihr erst das Erkennen des Konflikts. Und dann war es rum. Obwohl wahrscheinlich das Asthma, da schreibt sie nichts, vom Sohn weiterging, aber so quasi, sie ist darüber hinweggekommen. Und dann waren ihre Symptome weg. Ja, machen wir vielleicht die Milz wirklich. Machen wir das noch fertig, haben wir gleich. Ja, der starb an der Milz. Und zwar, der Junge war in den Sommerferien beim Onkel und der hat eine Firma und er dachte, der Junge kann sich nützlich machen, mir das Lager auf Vordermann bringen. Der Bub fühlt sich überfordert, ruft die Mama um Hilfe und die schickt die Oma. Und da litt der Bub am Schenkelhals, ich stehe das nicht durch ohne meiner Mama, Osteolysen. Also nicht durchstehen können, das geht Schenkelhals. Und das tut ja nicht weh und die Lösung war Schulbeginn. Er war befreit, kam in die Heilung und bekam Knochenschmerzen, Knochenkrebs diagnostiziert und man wollte es ihm das Bein samt Becken absäbelt. Also das halbe Becken. Das wollte er natürlich nicht. War aber noch minderjährig und dann waren es bei Hammer und jetzt musste er einfach da durch die Heilung durch. Und dann stürzt der Junge und bricht sich den Schenkelhals und dann floss Kallus aus. Und der hat so einen Oberschenkel bekommen, wenn man da drauf klopfte, das war nur Knochenmasse, wäre nicht das Problem. Man muss warten, bis es zum Stillstand kommt, die Knochenknollen rausnehmen, aber dann kam er in die Leukämie. Dann war er 18 und in der Klinik bekam er einmal eine Bluttransfusion und dann sagten die Ärzte, was, du möchtest alles ablehnen, schulmedizinisch? Du möchtest Hammer praktizieren, ja, dann such der Klinik, wo man deinen Hammer praktiziert und schmissen ihn raus. Und der Junge ist zu Hause verblutet. Der hat sich so die Blutwürste rausgezogen. Der hat blutete aus Augen, Mund, Ohren, das Bett der einzige Blutschlacht.
Und da hat die Milz reagiert. Ich erkläre es gleich. Und daraufhin ist die Ehe kaputt gegangen. Der Vater war immer pro Schulmedizin, die Mutter immer pro Hammer. Und ohne Klinik können wir solche Fälle, die Familien sind ja da komplett überfordert, woher auch. Und wir brauchen unbedingt eine Klinik, um solchen Fällen helfen zu können. Kein Heilpraktiker kann ihnen eine Bluttransfusion setzen. Auch Hammer nicht. Ja, deshalb brauchen wir es legal. Und wer hilft uns dabei? Also den Fall möchte ich noch, weil der endete mit einer Amputation, Sport und auch Leukämie. Die Geschichte spielt in der DDR 1985. Bis zu seinem 16. Lebensjahr war er ein sehr erfolgreicher Sportler im Rollkunstlauf und seine Trainerin meldete ihn an für die DDR-Meisterschaft. Er aber wollte ins Ferienlager nach Leningrad. Ich zitiere ihn: „Ich wusste echt nicht, wie mir geschah. Ihr vorheriges Lächeln erstarb. Sie wurde sowas von wütend und schrie mich an, dass ich dann die ganze Karriere gleich beenden kann. Das wäre total wichtig. Ich würde sie total enttäuschen und so weiter und so fort. Keiner der anderen Sportler traute sich, irgendwas zu sagen. Ich musste das ganze Training durchhalten. Als ich dann nach Hause ging und dies meinen Eltern erzählte, sagten sie, dass die Trainerin das bestimmt nicht so gemeint hätte. Sie, meine Eltern, würden mal mit ihr sprechen. Das taten sie eine Woche später, aber sie meinte es wirklich so. Ich wollte daraufhin sofort mit dem Training für immer abschließen. Aber da waren meine Eltern dagegen. Sie sagten: „Nein, auch wenn sie wütend war, du hörst nicht auf." Also kam ich auf die Schiene, bei jedem Training viermal die Woche für 3 Stunden. Die Konfliktlösung. Ich hörte dann mit 16 Jahren wirklich auf mit dem Training und verließ die Rollschuhbahn, sah sie nicht wieder. Im April 85 war ich 21 Jahre alt, hatte meinen Grundwehrdienst beendet und kam nach 1,5 Jahren wieder nach Dresden. Ich weiß es noch genau, meine damalige Freundin stammte nicht aus Dresden und kam im Juli für 14 Tage auf Urlaub zu Besuch. Was macht man mit seiner Freundin am Tage? Ich zeigte ihr Dresden und vor allem auch Orte in Dresden, die mir was bedeuteten. So kamen wir auf die Rollschuhbahn. Keiner war da. Ich erzählte ihr von meiner Laufbahn und auch von dem Ereignis damals. Ich höre mich noch sagen: „Heute, mit 21, nach der Armee, würde es meine Trainerin nicht wagen, mich so anzuschreien, mich so runterzumachen." Im August hatte ich die ersten Symptome. Ich bekam Schmerzen im Knie, wenn ich es zu lange belastete. Im September war es dick und ich arbeitsunfähig. Im Oktober war die Schwellung des gesamten Knies zurückgegangen, aber es hatte sich eine Beule an der Innenseite gebildet, die aussah, als ob man mir einen halben Apfel unter die Haut geschoben hätte und es war total schmerzempfindlich. Im November des Jahres 85 erhielt ich im Krebsforschungszentrum der DDR die Diagnose: „Sie haben ein Osteosarkom unterhalb des linken Tibia, also Schienbeinknochen. Das ist Knochenkrebs und wir müssen Ihnen das Bein amputieren." Auf die Frage, warum ich Knochenkrebs bekommen habe, konnte mir auch der Professor keine Antwort geben. Er würde ja genau darum forschen, sagte er mir. Nach der Diagnose folgte das Übliche: eine sogenannte Probeentnahme vom Gewebe, um es auf Böse oder Gutartigkeit zu untersuchen. Ergebnis war bösartig. Und so erfolgte die Beinamputation im Januar 86. Es schloss sich eine 3,5-jährige Chemotherapie an. Diese Geschichte erzählte ich Herrn Pilha. Darauf sagte er: „Die Lösung muss das Gespräch mit der Freundin gewesen sein. Aber hatten Sie keine Leukämie? Die tritt bei Knochenkrebs in der Heilungsphase immer auf." „Nein,
Das hatte ich nicht. Denn dann hätten die bestimmt gesagt, dass ich nun auch noch Blutkrebs habe. Ich hatte auch keinerlei Metastasen. Herr Pilher, Sie müssen Leukämie gehabt haben. Anders geht es nicht nach der Theorie von Herrn Hammer. Lassen Sie sich doch mal die Krankenakten kommen und schauen Sie danach. Das tat ich dann auch. Kurz, Herr Pilher hatte recht. Ich habe Leukämie gehabt. Nur hatten die Ärzte sich entschieden, mir das nicht zu sagen. Sie erhöhten einfach die Dosis der Chemo. Er hat es überlebt, aber er hat müssen ein Bein lassen. Sport. Sport ist Mord. So, dann die Milz. Also noch einmal Komplikationsmöglichkeiten. Ist der Hirndruck? Da muss man eventuell mit Cortison gegensteuern. Dann kann ich auch durch das Nasenpopeln, ja, verbluten, aber das ist typischerweise die Heilung, weil die Gefäße weitgestellt sind und die Blutblättchen zu wenig verdünnt, das Blut ist verdünnt. Und die dritte Möglichkeit, die Milz, das ist was ganz was Gefährliches. Die Milz ist ein Lymphknoten. Wenn man die Milz entfernt, wird der nächstliegende Lymphknoten zur Milz. Und ist auch ein spezieller Selbstwerteinbruch, und zwar ein Blutungs-Verletzungskonflikt. Also wenn es in der Natur zum Kampf kommt und das Tier blutet, Blut ist Gefahr, ja, die rote Ampel. Das Tier verlässt sofort den Kampfplatz. Und damit es nicht verblutet, konzentriert der Körper jetzt die Blutblättchen an der Wunde, damit das Blut gerinnt. Aber dass es im Blutkreislauf zu keinen Thromben führt, nekrotisiert die Milz und saugt die Blutblättchen ab. Die sind jetzt da in den Löchern der Milz. Und wenn die Blutung zum Stillstand kommt, man den Blutungsverletzungskonflikt löst, dann wird die Milz unter Schwellung repariert. Bis hin zur Krise, die ist nicht so sonderlich, meist kalt, ist ja eine Marklagerkrise wie der Knochen. Und am Ende der Heilung geht die Schwellung zurück, aber die Milz bleibt dicker, als sie zuvor war. Und das ist ja der Sinn, ja, Luxusgruppe. So, und wir Menschen können in unserem Kopf nicht unterscheiden zwischen Blut bekommen und Blut verlieren. Es gibt in der Natur keine Situation, wo ich Blut bekomme. Blut ist Blut, Blut ist Gefahr. Und wenn ich jetzt eine Bluttransfusion bekomme und sehe, wie das Blut da reinfließt, hochakut, isolativ am falschen Fuß, oder wenn ich die Blutkrebsdiagnose bekomme, hochakut und so weiter, dann nekrotisiert mir die Milz und saugt die Blutblättchen ab. Und ich habe keine Blutblättchen im Blutkreislauf. Und dann blute ich aus den Augen, aus der Nase, aus den Ohren, aus allen Poren. Und ich verblute innerlich. Hammer sagt, wenn das passiert beim Patienten, dann muss der sofort in die Klinik und braucht Blutblättchen. Da hat er mit dem Telefon keine Chance. Der muss in die Klinik. Aber in der Klinik läuft dann halt Panikmache, Chemo, Morphium. Und das ist halt, ja, das ist halt der Witz an der Geschichte. Und ich kann damit auch in eine hängende Heilung kommen. Zum Beispiel eben durch die Blutkrebsdiagnose. Also man muss den Patienten mit der Leukämie eigentlich vor der Blutkrebsdiagnose schützen. Man darf das Blutbild nie außer Augen verlieren. Also immer schon beobachten. Man darf es nur nie zum Thema machen. Ja, wenn der mit der Milz reagiert, dann wird es gefährlich. Dann wird es echt gefährlich. Und der Patient, der hatte die Leukämie-Diagnose vor 10 Jahren und mit der Schiene Blutbild. Sprechen Sie einmal,
mit einem Leukämiepatienten, wie es ihm geht. Der spricht mit ihnen nur in Laborwerten. Die Weißen liegen dort und dort, die Roten liegen da und da. Und eine so hängende Heilung. Und der bekam eine 10 Kilo Milz. Ein Riesenbauch, nur Milz. Also ein Riesenbauch kann auch viel sein. Ja. Das kann, er isst gut oder er lagert Wasser ein oder er kann Aszitis haben oder er kann eine Nierenzyste haben oder er kann eine Milz haben, ein riesiger. Ein dicker Bauch ist, gibt es viele Möglichkeiten. Ja, die war in Burgau angestellt, als Sekretärin in Burgau. Und war schwanger und bekam Leukämie. Und man wollte eben das Kind abtreiben und Hammer sagt, das ist absoluter Unsinn, hör auf damit. Und sie trug ihr Kind aus. Und sie hat sogar noch ein zweites bekommen. Aber sie hatte mit der Milz reagiert. Und die hatte ja dicke Milz. Und so Schienen, das ist ein Teufelszeug. Gell? Und der Bub rammte ihr den Kopf in die Seite und brach ihr die Rippe und die stakte in die Milz rein und da ist es verblutet. Jahre später. Mach es mal, läuft wirklich so saublöd. So, und vielleicht noch der Lymphknoten, also die lymphatische Leukämie. Das ist jetzt der leichtere Selbstwertanbruch und die Lokalisation wie der Knochen, nur halt leichter. In der aktiven Phase nekrotisiert der Lymphknoten und wenn man tut, der fällt überhaupt nicht auf, da wird er ja kleiner. Und in der Heilung hat er echte Zellteilung und da gilt er als bös und Morbus Hodgkin und die Krise ist unauffällig und dann geht die Schwellung zurück und er bleibt dicker, als er zuvor war. Und ein dickerer Lymphknoten ist besser als ein dünnerer. Und kann sein, der bleibt tastbar, hat, was weiß ich, die Größe von einer Haselnuss oder von einer Walnuss. Macht ja nichts. Ja, der andere hat eine schiefe Nase im Gesicht und der hat halt einen dicken, tastbaren Lymphknoten unter der Achsel. Und macht ja nichts. Dieser Mann wurde verlassen und von seiner Frau und die hat beide Kinder mit weggenommen. Das war im Jahre 2009 und er litt wie ein Hund, hat er erzählt. Und 2011 hat er dann ein Kind mit einer seiner zweiten Frau und er kam durch das Kind in die Lösung, in die Heilung. Er hatte akute lymphatische Leukämie. Die Leukozyten bei 380.000, normal sind 4 bis 10, blutete ins Auge ein. Er bekam eine Blutblättchentransfusion, dicke Lymphknoten beiderseits am Hals. Ja, die Ungerechtigkeit der Welt, warum gerade ich, betreffend Partner und Kinder. Die Diagnose Lymphknotenkrebs, eine leichte Chemo ohne Haarausfall. Also, ohne Haarausfall, das kann unter Umständen auch ein Placebo gewesen sein. Also, tut mir echt leid, aber also ohne Haarausfall. Ich hab mit der Olive von August bis März habe ich auf einer Onkologie quasi genächtigt. Jeden zweiten, dritten Tag. Und also da gibt es keinen Chemopatient, dem die Haare bleiben. Also das war entweder Placebo oder wirklich eine ganz leichte Chemo. Und wo hatten die Chemo Erfolg? Hoden, Leukämie, Lymphknoten. Und alle drei sind Heilungsphasen aus der orangen Gruppe. Ja, die Hodenzyste, die Leukämie und der dicke Lymphknoten, Morbus Hodgkin. Weil die Chemo ganz stark sympathikoton wirkt. Und so wie Hammer das vorher erklärt hat, ja, jetzt wo der Bub quasi ein Rezidiv hat und
die Symptome im Keller, die Blutkörperchen im Keller sind, gilt er als gesund. Und dann, wenn er es löst und das überschießt, da gilt er als krank. Und das Überschießen machen die mit Chemo kaputt. Und daraus zaubern sie sich einen Erfolg. Aber das geht auf Kosten des Patienten. Irgendwann lässt die Wirkung nach, der Patient kommt wieder in die Heilung, die schießen wieder in die Höhe, dann kriegt er die nächste Chemo. Und wenn er so einen Selbstwerteinbruch ein halbes Jahr ging, kriegt er ein halbes Jahr Chemo oder dreiviertel Jahr oder ein Jahr oder der 3,5 Jahre Chemo. Also das ist wirklich Teufelsaustreiberei. Im September erkrankte unser kleiner Hund Felix, 5 Jahre alt, rechtspfotig, kastriert, plötzlich an hohem Fieber, bis an 40 Grad, Schnupfen und verklebten Augen. Er wollte nicht mehr weite Strecken spazieren gehen und er war ganz schlapp. An manchen Tagen hatte er auch keinen Appetit. Ein paar Wochen vorher war uns aufgefallen, dass Felix nicht hochgehoben werden wollte und auch sein Geschirr nicht anziehen wollte. Wenn man es doch tat und ihn dabei hinter den Vorderbeinen und im Brustwirbelsäulenbereich anfasste, jammerte er und schrie auf. Die steigerte sich mit der Zeit. Zuerst brachten wir dies mit dem Fieber nicht in Verbindung. Da ich mir große Sorgen machte, gingen wir zur Tierärztin. Diese konnte jedoch nicht feststellen, wovon das Fieber kam, nur dass die Lymphknoten alle angeschwollen wären. Sie wollte mir ein Antibiotikum mitgeben. Übrigens, Antibiotika gehört zur Gruppe der Zytostatik. Antibiotika ist eine kleine Chemo. Was ich jedoch ablehnte. Es wurde ein Blutbild gemacht, bei dem man feststellte, dass die Leukozyten zu hoch waren, Monozyten zu hoch, Thrombozyten zu niedrig. Ich sagte zu meinem Mann, der Hund habe Knochenkrebs und sei in der Heilungsphase und man müsse gar nichts machen, außer abwarten. Und die dicken Lymphknoten kämen davon, dass die Knochen am Heilen seien. Naja, also der Knochen, der Lymphknoten macht schon ein eigenes Programm. Und er kann natürlich im Abflussbereich von einem Abszess dicker sein. Aber nur weil der Knochen in Lösung ist, ist nicht der Lymphknoten. Ja, ist, also wie erklären das jetzt am besten? Also der Knochen ist der schwere Selbst, der Lymphknoten ist der leichte Selbstwerteinbruch. Wir warteten ab. In den nächsten Wochen wurde Felix immer schlapper, wollte nicht mehr in unserer Wiese rennen und fangen spielen. Mitte September fiel mir auf, dass Felix morgen heftig ein- und ausatmete. Er wechselte nachts oft den Platz, anscheinend taten ihm die Knochen weh und er wollte gerne kühl liegen. Er hatte, wie schon öfter in den letzten Tagen, immer mal wieder hohes Fieber. Dann war es wieder weg. Außerdem hat er richtige Niesattacken, bei denen er 10-mal hintereinander niest und die Augen waren morgens immer verklebt. Daraufhin fuhr ich mit ihm in die Tierklinik, die erneut ein Blutbild machten. Leukozyten viel zu hoch. Die Erythrozyten waren normal. Der Hämatokrit, der war auch zu hoch. Ja. Alle Lymphknoten waren immer noch dick angeschwollen. Lunge wurde geröntgt und es wurde uns gesagt, Leber und Milz wären etwas angeschwollen und vor der Lunge wäre eine Verschattung. Was das sei, könne man nicht sagen. Felix macht immer wieder mal gelbe Häufchen. Also der hat offenbar auch die Lebergallengänge am Laufen gehabt. Ein Revierärger, dann die verklebten Augen. Das ist, er wurde übersehen. Ja, die Tränendrüse in der tuberkulösen Heilung und dann hat man verklebte Augen und Niesen eine Gefahr nicht wittern können. Ja, also so kann man die Organebene ausdeutschen. Und dann werden sie auch den dazugehörigen Konflikt gleich hören. Die Tierärztin wollte sodann noch eine Lymphknotenbiopsie machen und fragte, ob der Hund schon mal im Ausland war wegen Virusinfektionen und so weiter. Sie sagte, wenn es Lymphknotenkrebs sei, könne man dies gut behandeln mit Chemo. Ich ließ keine Biopsie machen, weil ich die germanische schon länger kenne. Ende September trafen wir eine Bekannte beim Spaziergang. Dieser fiel plötzlich auf, dass Felix beim Laufen eine komische Haltung einnahm und irgendwie schief ging. Als wir abends zum Schlafen die Treppe hochgingen, lahmte Felix, was sich in den darauf folgenden Tagen noch verstärkte. Mal an den Hinterbeinen,
mal an den Vorderbeinen. Angefasst werden wollte er gar nicht mehr und er konnte auch nicht mehr ins Auto springen. Am nächsten Morgen hat er in sein Körbchen gepinkelt. Aus diesem Grund, das könnte unter Umständen ein epileptischer Krampfanfall gewesen sein, aus diesem Grund kaufte ich einen Nierentest in der Apotheke und prüfte den Urin von Felix. Dabei konnte man feststellen, dass die roten, also Erythrozyten und Eiweiß im Urin war. Also Eiweiß im Urin ist wieder so die Heilung vor den Nierensammelrohren, Existenzkonflikt in Heilung. Mein Mann und ich kamen überein, dass wir dies nicht anstehen lassen könnten. Mein Mann kennt sich auch nicht so gut aus mit der Germanischen. Und ich suchte eine dritte Tierärztin auf. Ja, das ist immer der blinde Aktionismus. Ja, man muss doch irgendwas tun. Es geht ja nicht, dass man nichts tut. Das geht ja nicht. Die Felix untersuchte und meinte, es sei eine bakterielle Infektion oder Leishmaniose oder ähnliches und gab mir ein paar homöopathische und pflanzliche Mittelchen mit und nahm wiederum Blut ab. Leishmaniose, ja, das ist bei Mensch und Tier vorkommende Infektionskrankheit, also laut Schulmedizin, die durch Parasiten der Gattung Leishmania hervorgerufen wird. Ja, Blödsinn. Naja. Ich muss dazu sagen, dass Felix bei mir im Zimmer schläft und wir jede Nacht und am Wochenende auch tagsüber mein Studentenmädchen hören, weil ich chronische Blasenentzündung habe und Felix Probleme mit Magen und Leber und Verdauung. Da ich nun die folgenden Tage nicht zur Arbeit ging und zu Hause war, hörten wir ununterbrochen unsere CD. Felix hatte vom Anfang bis Mitte Dezember immer wieder hohes Fieber und schlief die meiste Zeit. Wenn er mal aufstand, dann humpelte er stark. Die Treppe konnte er gar nicht mehr gehen, hatte aber guten Appetit. Er aß und schlief den ganzen Tag über. Ab Mitte Oktober waren wir nach dem Gassigehen noch in unserer Wiese hinterm Haus und plötzlich fing er an zu rennen und forderte mich bellend auf, mitzuspielen und rannte wie gewohnt wieder seine 10 Runden durch die Wiese. Da sagte ich zu meinem Mann, er ist über dem Berg, es geht aufwärts. In dieser Nacht war er plötzlich ganz unruhig, wechselte wieder dauernd den Liegeplatz, hatte schreckliche Niesattacken, würgte und atmete heftig, sodass an Schlaf nicht zu denken war. Er krummelte auch vor sich hin, so als hätte er Bauchweh oder Schmerzen. Morgens war er dann todmüde und schlief ein. Als er ausgeschlafen hatte, stand er auf und, wir konnten es kaum glauben, konnte wieder gehen, ohne zu humpeln, hatte guten Appetit, kein Fieber mehr und war augenscheinlich wieder fit. Auch die Äuglein waren nicht mehr verklebt. Das Blutergebnis erhielt ich am folgenden Tag. Man stellte fest, dass die Leukozyten wieder etwas gefallen waren, den genauen Wert kenne ich nicht, und dass Hämatokrit und die Monozyten aber noch zu hoch seien. Im Nachhinein habe ich noch festgestellt, dass Felix seit dem Sommer 3 Kilogramm an Gewicht verloren hatte. Ich habe lange überlegt, was denn das Ganze ausgelöst hatte. Im Mai, Juni dieses Jahres ging ich mit Felix spazieren und wir wurden überraschend von 2 freilaufenden Hunden angegriffen, die sofort anfingen, Felix zu beißen. Er hatte Angst. Ich wusste mir nicht anders zu helfen, als Felix schnell über den nächstbesten Gartenzaun in den Garten zu schubsen, sodass die Hunde nicht mehr an ihn rankamen. Wir waren damals total erschrocken und sind dann nie wieder dort vorbeigegangen. Also das könnte schon hier für die Ursache gewesen sein. Ja, und begonnen hat er das dann im September, also mit der Heilung. Im Juni war so der Konflikt, im September, Anfang September und also im Oktober war es dann rum, Ende Oktober. Das würde schon irgendwie zusammenpassen, ja. Also da hat er einen ganz schweren Selbstwerteinbruch erlitten, einen Revierärger. Er ist übersehen worden und eine Gefahr nicht wittern können. Also das passt alles ziemlich gut zusammen. So, meine Damen und Herren, Nachtragfrage zur Knorpelsehne. Wie ordnen Sie ein Fußheberproblem ein? Auch Selbstwerteinbruch? Ja, also das hat auf alle Fälle
Also wenn es der Muskel ist, ist der Muskel, ist die Sehne oder Knorpel? Also Muskel ist mehr in Richtung motorisch und Sehne, Knorpel ist natürlich Selbstwert. Aber im Fuß nicht heben können, ja. Also jeder Muskel hat eine bestimmte Aufgabe und wenn ich in der Aufgabe den motorischen Konflikt erleide, ist diese Muskelgruppe gelähmt. Also vielleicht was im Fuß nicht heben können. Vielleicht kicken oder so. Oder ja, springen oder was macht man mit der Muskulatur? Die Klinik entließ sie mit der Aussage, möglicherweise ein Lageproblem. Die Sehne, Moment einmal. In welcher, also es muss irgendwas mit Gehen, mit Laufen zu tun haben. Und die Händigkeit ist entscheidend. Ja? Was mache ich mit dem Fuß? Laufen, tanzen, balancieren, treten und nicht können. Und wenn sie Rechtshänderin ist und das ist der rechte Fuß, dann hat es was mit Partner zu tun. Ist der linke, ist Mutter-Kind. Sie lag 6 Wochen auf Intensiv. Es wäre eine Sehne abgequetscht durch falsche Lage. Eine Sehne abgequetscht. Wie soll man sich das vorstellen? Wodurch abgequetscht? So, meine Damen und Herren, dann die Zeit ist rum, Sekunden, und ansonsten erlaube ich mir, den Studienkreis hier auch zu schließen. Ich hoffe, es war für Sie wieder interessant und es ist ein bisschen ein komplexes Thema. Ja, ich müsste das noch ein bisschen genauer aufarbeiten. Herr Hammer schreibt es ja schon sehr, sehr präzise. Aber ich möchte es nicht zu langweilig gestalten. Und das steht im Goldenen Buch. Ja, das Goldene Buch, das ist ja 99 erschienen und ist schon seit 10 Jahren vergriffen. Und da habe ich quasi so diese Detailinfos mit aleukämischer Leukämie oder so. Da hat er ein eigenes großes Kapitel Leukämie. Da habe ich das raus. Gut, und dann bedanke ich mich bei Ihnen und würde mich freuen, Sie wieder begrüßen zu dürfen und bis dahin eine schöne Zeit. Tschüss.